Wir sind hier mitten im Mobilitätszentrum, im neuen Mobilitätszentrum hier im Vechta am Park, am Bahnhof. Und das ist das Zentrum, wo hier alles, was mit Verkehr zu tun hat, zusammenläuft. Fahrrad, Bahn, Auto und Bus. Und wer hierher kommt, findet beste Voraussetzungen, sein Fahrrad unterzubringen, findet sofort Anschluss an die Busse und an die Bahnen, die hier von hier aus starten. Alles in allem, Vechta ist mobil. Mobilität in Vechta hat einen Namen, nämlich das Mobilitätszentrum. Ich kann eigentlich gut mitreden mit dem, was hier heute entsteht. Ich will es auch begründen. 9 Jahre bin ich selbst Fahrschüler gewesen. Jeden Morgen 6 Kilometer mit dem Fahrrad von zu Hause zur Schule hin und natürlich auch 6 Kilometer zurück. Schön waren die Tage, wenn es Sonnenschein gab und milde Temperaturen. Schlecht waren es die Tage, wenn es auf der Hinfahrt so war, dass man den Wind von vorn hatte, während der Schulzeit der Wind drehte und auf dem Rückweg den Wind wiederum von vorn hatte. Meine Eltern pflegten häufig dann zu sagen, komm nicht unter die Räder. Das war sicherlich einerseits ernst gemeint, manchmal vielleicht auch ein wenig scherzhaft. Sie haben es übrigens noch ein zweites Mal zu mir gesagt, komm nicht unter die Räder, als ich mein Studium in Münster begann. Da hat es dann wahrscheinlich eine andere Bedeutung gehabt. Es ist zugleich auch für mich ein toller, weiterer Höhepunkt, den ich gerade zum Abschluss meiner Amtszeit erleben darf. Denn dieses Projekt wird Vechta nachhaltig und über viele Jahrzehnte hinweg prägen. Viel Arbeit und sehr viel Fleiß sind in dieses Projekt geflossen und auch, wenn diese Zeit nicht immer einfach war und es auch mal kritische Stimmen gab, so hat sich das Gesamtkonzept doch schon heute bewährt. Bereits mit der Fertigstellung der Brücke haben wir eine außergewöhnliche Verkehrsverbindung geschaffen, schranken- und barrierefrei, die in ihrer baulichen Gestaltung und in ihrer zukunftsweisenden Funktion ihresgleichen suchen. Und allen Unkenrufen und NDR-Berichten zum Trotz ist diese Brücke heute aus Vechta gar nicht mehr wegzudenken.